den Schülern helfen, die wegen schulischen Schwierigkeiten keine zweijährige Lehre machen können, aber auch nicht ins IV-System gehören. Das ist Ziel des neuen Ausbildungsangebots im Kanton Thurgau. Doch vor allem das Gewerbe ist auch jetzt noch kritisch eingestellt. Die Bedenken sind ganz klar gewesen, dass man eigentlich einen Angriff macht auf die EBA und auf die EFZ, auf die zwei Ausbildungsgefäße, die es gibt. Und eigentlich mit dem niederschwelligen Berufsbildungsangebot das Niveau würde ich senken von der Berufsbildung. Und das ist etwas, was wir uns eigentlich nicht vorstellen können, sondern wir wollen ja das Niveau heben, wenn nicht gar steigern. Mit dem Kompromiss, dass das Gesetz jederzeit von einer bundesweiten Regelung wieder ohne viele Umstände kann außer Kraft gesetzt werden, haben die Politiker heute von links bis rechts sich für Gesetzesänderung ausgesprochen. Für Hans-Jörg Haller ein wichtiger Schritt. Ein Jugendlicher, der arbeiten möchte, und aber keine Chance hat, eine EBA-Ausbildung zu machen, eine Chance bekommt, eine Ausbildung zu machen, weil jede Ausbildung, die er abschliessen kann, gibt ihm ja auch Selbstwert. Also es stärkt ihn und es gibt ihm vielleicht sogar die Chance, dass er merkt, hey, es steckt in mir noch mehr drin, ich könnte es gleich noch probieren, in die EBA-Ausbildung zu gehen. Der Kanton rechnet mit 20 Jugendlichen jährlich, die vom Angebot profitieren können. Kosten tut das Ganze rund 128'000 Franken pro Jahr. Ob das neue Angebot auch tatsächlich entsprechend genutzt wird, bleibt noch eine offene Frage. Wenn keine Nachfrage besteht oder keine Angebotsseite der Unternehmungen, dann wird das Gesetz auch nicht, es tritt zwar in Kraft, aber es wird keine Klasse geben eigentlich an einer Berufsschule im Kanton Thurgau. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Wir haben auch darum ein Statement abgegeben, dass wir da sicher ein Augenmerk darauf werden legen. Ich kann die Bedenken nachvollziehen, aber es ist definitiv kein Gefäß für Leute, die einfach zu faul sind in der EBA oder zu faul sind in der Lehre. Also man tut nicht irgendwo auf dem Silbertablett noch eine tiefere Ausbildung präsentieren. Eine definitive Entscheidung gibt es noch nicht. Die wird in den nächsten beiden Sitzungen vom Grossen Rat fallen. Man kann davon ausgehen, dass die Gesetzesänderung angenommen wird.